Neben mir sitzt eine Frau, die sagt, ein Stehaufmännchen steckt den Kopf nicht in den Sand. Ich freue mich schon sehr, denn sie ist wirklich inspirierend. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Beate Grewe. Hallo, liebe Beate. Hallo. Ein Stehaufmännchen steckt den Kopf nicht in den Sand. Ich finde diesen Spruch so gelungen. Wie bist du darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil die Menschen im Moment alle sehr negativ sind. Und ich habe dann überlegt, naja, wenn sie negativ sind, können sie nicht mehr richtig schauen, an schöne Momente sich erinnern oder schöne Momente erleben, weil sie einfach aufgegeben haben und ihren Kopf in den Sand stecken. Und ich bin so ein Stehaufmännchen, hatte vor Jahren aber auch eine gewisse Schwere und habe dann so ein bisschen Schlagseite bekommen. Und habe dann festgestellt, wenn ich meinen Rucksack als Stehaufmännchen leere und lerne, daraus wieder meine Erfahrung zu sammeln, dann kann ich viel mehr bewirken und viel schönere Momente erleben. Magst du uns einmal in den Moment in deinem Leben mitnehmen, dass du damals auch eher zu den Personen gehört hast, die den Kopf in den Sand stecken wollten? Ja, ich war vor Jahren war ich immer in unserem System und hatte das Gefühl, ich bin das fünfte Rad am Wagen. Und ich hatte immer das Gefühl, man versteht mich gar nicht. Ich kam mir vor wie ein Exot, obwohl ich immer irgendwas gemacht habe. Also ich war produktiv, ich habe alles so gemacht, wie man das von mir erwartet hat. Nur es war nicht ich. In mir drin war eine Leere, die keiner von außen gesehen hat. Und irgendwann kippte die Situation. Da war ich dann drauf und dran, mein Leben einfach wegzuwerfen, innerhalb von Sekunden. Und ich hatte Menschen, Gott sei Dank, in dem Moment an meiner Seite. Meine Ärztin, die mich zu einem Coach geschickt hat und gesagt hat, da sollte ich mal direkt Kontakt aufnehmen. Und der hat mir dann gezeigt, dass doch noch ein kleiner Funken in mir übrig ist. Und seitdem weiß ich eigentlich, wie wertvoll das ist, wenn man mit einem positiven Umfeld zu tun hat, mit sehr vielen Menschen, die eine Energie mit sich tragen, die andere inspirieren. Und da waren eben auch andere da, die mich auf meinen Weg begleitet haben, wo ich heute so dankbar bin, dass ich von ihnen lernen durfte. Weil hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nie aus diesem negativen Bereich rausgekommen. Lass uns da vielleicht noch mal einmal zurückgehen, bevor wir auf dein Leben jetzt kommen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, die vielleicht in der gleichen Situation jetzt sind, wie du es damals warst. War das bei dir nur das Berufliche, dass du dich wie das fünfte Rad am Wagen geführt hast? Oder war das einfach in deinem gesamten Leben? Das war im gesamten Leben. Also ich hatte, die Auswirkungen waren im Privaten genauso wie in dem Beruflichen. Das zog sich einfach überall, ja, wie so eine Dauerschleife, immer wieder wiederholte sich das System, wo man immer dachte, naja, dann wechsle ich doch mal den Job, dann gehe ich doch dahin. Nicht, dass ich den Job nicht gerne gemacht habe, aber ich kam irgendwie nicht an. Und im Privaten kam ich genauso wenig an. Ich habe zwar kein schlechtes Familienleben gehabt, im Gegenteil, es war alles gut, aber es war trotzdem eine innere Leere. Ich habe sehr viel gemacht und wie gesagt, das Außen sah es alles toll aus. Das heißt, dein Umfeld hat das auch gar nicht realisiert? Nein, aber innerlich war es so leer. Und ich merke einfach, Menschen, die sich aufgeben, sprechen nicht mehr darüber. Und die Gefahr, dass sie dann zu einer Kurzschlusspanik kommen, so wie ich damals überlegt habe, was kann ich tun, damit ich aussteigen kann. Ich wollte einfach mein Leben wegwerfen. Und wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dann nützt es auch nichts mehr, wenn man sagt, naja, ich warte irgendwann auf einen nächsten Therapieplatz. Es muss nicht unbedingt ein Arzt sein. Ja. Es kann aber auch nicht unbedingt ein bester Freund sein, weil auch beste Freunde merken nicht, wie einem das wirklich geht, weil man über bestimmte Themen einfach nicht spricht. Und das ist mir heute als Coach unheimlich wichtig, diese Menschen zu sagen, gebt nicht auf. Es gibt diese Menschen, die euch zuhören und euch wirklich mal hinterfragen und die Leere auch wieder füllen können. Wie hat sich diese Leere bei dir bemerkbar gemacht? Ich habe immer mehr Energie verloren. Also ich habe nur noch funktioniert.
und hatte gar keine Kraft mehr. Also ich war regelrecht ausgebrannt. Heute nimmt man das Wort Burnout schnell in den Mund. Aber das sind immer nur so Schlagwörter. Da steckt viel mehr hinter. Mhm. Und es zieht sich in allen Bereichen. Ich habe wirklich nur noch funktioniert. Ich habe in der Pflege gearbeitet. Ich habe meine Eltern gepflegt. Ich habe alles gemacht, was man mir immer gesagt hat, was ich machen sollte. Aber es war nicht mein Leben. Mhm. Es war einfach nur, weil man das von mir erwartet hat. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, jetzt entdecke ich mich erst richtig und merke wieder diesen Spaß. Mhm. Und der Weg dahin war auch interessant. Also nicht nur ein Stehaufmännchen zu sein, sondern ich habe dann durch Tobias Beck gelernt, man kann auch ein Diamant werden. Auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Ja. Da habe ich dann gedacht, naja, dann bin ich doch lieber erstmal ein Grashalm. Ne? Und habe gedacht, naja, aber ein Grashalm hat vielleicht Kraft, hat Wurzeln, aber es ist dann irgendwie nur ein Grashalm. Mhm. Man bleibt Gras. Und dann habe ich irgendwann einen Spaziergang durch den Wald gemacht und habe gedacht, naja, ich gucke mir mal die Bäume an und habe das Waldbaden denn noch kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas vorher gab, aber heute gibt es ja überall für Begriffe. Ja, für. Ja. Und habe dann festgestellt, ja, so ein Baum, der hat ja viel mehr Kraft, mhm. auch wenn er da liegt. Irgendwann wird er ja auch dann zum Diamant und dann fiel mir dann wieder Tobias Beck ein, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist interessant. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich ein Diamant wäre, das wäre ja auch schön. Und somit habe ich nicht mehr mein Stehaufmännchen, sage ich mal, den Kopf in den Sand zu stecken, in Betracht gezogen, sondern ich wollte mehr ja, der Diamant werden. Jetzt bist du ja heute wirklich ein wahrer Diamant und hilfst vor allem auch anderen Menschen. In welcher Form machst du das? Das mache ich mit Einzelcoaching. Ich bin für Unternehmen Ansprechpartner, um Motivation für Unternehmen, Lösungsansätze zu bieten und biete Vorträge an. Wunderbar. Wenn wir jetzt über die aktuelle Situation sprechen, weil du hattest das vorhin auch schon mal erwähnt, aktuell für viele Menschen stecken den Kopf in den Sand. Ja. Was muss passieren, dass sich das ändert? Die einzelnen Menschen müssen in der Situation einfach erkennen, dass man einfach den Mut hat, mal einen Sprung heraus aus seiner Komfortzone zu gehen. Das kennt vielleicht der ein oder andere nicht, aber im Coaching ist das eben die vertraute Umgebung einfach mal zu verlassen. Mhm. Einfach mal ein Wagnis einzugehen. Es kann ja nichts passieren, ja. außer dass man sich mal selber entdeckt. Und das ist das Schöne. Und wenn man das dann merkt, dann kann man sich von innen wieder füllen. Mhm. Und das ist das, was mich so bereichert. Wie war das denn damals bei dir, als du dann tatsächlich bei dem Arzt sagt, der, oder bei dem Coach, der diesen Funken bei dir entdeckt hatte? Was für ein Funken war das und wie lange hat das dann auch gedauert, bis du dann wirklich... Also es hat sehr lange gedauert, weil ich gar nicht geglaubt habe. Er hat immer zu mir gesagt, ja, du hast noch einen Funken und was ist dein Traum? Mhm. Da fing es schon mit an. Ich hatte gar keine Träume mehr. Ich war so stark eingeschränkt, dass ich gar nicht mehr träumen konnte. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt bist du noch recht jung und kannst gar nicht mehr träumen, weil das einfach weg war. Wie erschütternd. Weil einfach, ja, und heute habe ich so viele Träume, so viel Vision. Ich sag mal, das ist ein bunter Blumenstrauß. Ja, und diesen wieder zu entdecken, das hat natürlich gedauert, weil man muss den Mut haben, auch bereit sein, sich zu verändern. Das ist ja wie bei einer Diät. Ja. Beste Beispiel. Wir sind jetzt Ende des Jahres, so kommen wir dann hin. Und dann heißt es immer, ja, also nächstes Jahr will ich auf jeden Fall abnehmen. Mhm. Ja, das Ergebnis ist immer das Gleiche. Man hat mehr Kilos drauf, als dass man wirklich abgenommen hat. Leider, ja. ja. Und genau da ist der Punkt. Mhm. Ne? Woran liegt es denn? Wo fehlt der Wille, wo fehlt der Mut? Mhm. Und ich glaube auch jedes Jahr wirklich dann aufs Neue stellt man wieder fest, ach Mensch, jetzt ja. Ende des Jahres, ich habe es schon wieder nicht geschafft, aber nächstes Jahr, da wird es dann was. Wie lange hast du dann tatsächlich, also kannst du uns mitnehmen, wie lange es bei dir gedauert hast, bis du wirklich das eine Mal bei diesem Arzt saß, bis du dann auch dich entschieden hast, ich möchte jetzt Coach werden und ich möchte anderen Menschen helfen? Also ich war schon Coach, also ich habe schon als Systemcoach gearbeitet in den unterschiedlichen Unternehmen. Mhm. Aber auch als Coach habe ich gelernt,
dass man einen Punkt erreicht, wenn man selber nicht achtsam auf sich ist oder nicht genau hinschaut. Und das System hat einfach dazu geführt, dass ich immer mehr mich aufgelöst hatte. Und als ich dann bei dem Arzt war und die ganze Belastung privat, so beruflich, auch so, ja, so schwierig wurde, ja, hat es 3 Jahre gedauert, um da wieder rauszukommen. Wow. Und heute bin ich aber so dankbar, dass ich diese Motivation habe und dass ich mir einen neuen Wirkungskreis auch aufbauen konnte. Ich musste auch erst mal lernen, loszulassen. Was ist es denn überhaupt? Mhm. Und ich habe dann durch die Herausforderung, weil nicht alles ist immer so erfolgreich, sondern es kommen auch Schicksalsschläge dazu, die einen aus der Bahn werfen. Mhm. Und die waren im Privaten bei mir auch vorhanden. Und ich habe jetzt die letzten 2 Jahre noch mal gelernt, im Jetzt zu leben, heute zu leben. Mhm. Und das ist Leben. Was heißt denn überhaupt Leben? Leben heißt nicht mit 60, 70, 80 ist es vorbei, sondern man kann jeden Tag genießen. Ja. Und dann kann das Leben auch mit 90 noch schön sein. Ja. Also man kann auch da noch Träume haben. Und vor allem muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, im Jetzt zu leben und nicht zu denken, ja, wenn ich mal da bin oder das erreicht habe, ja, dann passiert das und das. Ja. Und ich habe eben auch Menschen verloren, die gesagt haben, naja, wenn ich Rentner bin, dann möchte ich das machen. Mhm. Und ich kenne es so oft, dass Menschen sagen, ja, ich möchte später das machen. Ich kann aber die Vergangenheit nicht in das Morgen holen und ich kann das Morgen nicht in das Übermorgen mitnehmen, sondern ich kann nur im Jetzt leben, ja, und einfach die kleinen Momente genießen. Wenn wir Zuschauerinnen haben und Zuschauer, die das gerade sehen und sich damit identifizieren können und Menschen, ja, eigentlich müsste ich bei mir was machen, weil ich spüre diese innere Leere. Was würdest du sagen, sind so deine Top 3 Empfehlungen, die man direkt auch mal, über die man nachdenken kann oder die man direkt umsetzen kann? Die Top-Empfehlung ist einfach, mutig zu sein, mhm, Vertrauen zu sich selbst zu haben und das Risiko einzugehen, einfach zu tun, mhm, Hilfe zu suchen. Es muss, wie gesagt, kein Arzt sein. Es, ja, kann auch ein Coach sein, weil viele denken immer, ach, das muss der Arzt sein. Aber es hat mir auch gezeigt, dass der Arzt hat einen anderen Blickwinkel. Es ist eine andere Erkrankung. Es ist ja einfach eine Leere da, eine, mhm, Mutlosigkeit. Es ist noch nicht so eine schwere Depression, die von Medizinern behandelt werden muss, sondern es ist ein Ausbrennen. Warum brenne ich aus? Warum funktioniere ich nur noch? Und da ist es eben so mit Affirmation, das sagt aber jetzt dem Laien nichts, mhm, sondern da ist es einfach die Ursache erstmal zu finden. Das hat bei mir wirklich gedauert, bis ich erkannt habe, wo liegt denn die Ursache überhaupt? Mhm. Und dass ich alle Lösungen in mir trage, das habe ich damals nicht gewusst. Ja. Das hätte ich auch gar nicht verstanden. Ja. Deswegen ist es sinnvoll, da sich jemand zu suchen. Was hat dir denn damals diese Kraft gegeben, weil du ja gerade auch beschrieben hattest, es war jetzt von dir auch keine Wandlung, die von heute auf morgen passiert hat, sondern man braucht ja am Anfang erstmal den Mut, überhaupt etwas verändern zu wollen und dann ja auch dieses Durchhaltevermögen während des Veränderungsprozesses. Was, mhm, war da das, bei dir das Entscheidende? Also die Ausdauer hatte ich immer schon. Also ich habe dann auf einmal gemerkt, ich habe ein 3-Tages-Seminar mitgemacht und konnte ja damals Fragen, die mir gar nicht so bewusst waren, weil ich wusste ja noch gar nicht, was war das denn jetzt, was mir fehlte, konnte ich in diesen 3 Tagen auflösen. Mhm. Und ich habe erst mal verstanden, wie ich eigentlich innerlich tick. Und diese 3 Tage, das ist das, was ich heute den Teilnehmern, die ich coache, auch anbiete. Und ich biete auch den Kunden von mir an, sie länger zu begleiten. Viele denken ja immer, wenn ich einmal irgendwo hingehe, wird es gleich besser. Ja. Nein, es, ja, ist ein langwieriger Prozess, weil es ist wie eine Erkrankung, sage ich mal, die über Jahre sich angehäuft hat und wo man den Rucksack langsam leer räumen muss. Beate, vielen Dank, dass du heute so ein toller Diamant bist, dass du vor allem auch anderen Menschen dabei hilfst, ein Diamant zu werden. Ja. Und danke, dass du heute hier zu Gast warst. Vielen Dank, Alisa.